Wir schauen uns das Video von Alpha Kevin an. Dieser Influencer ist noch 100-mal schlimmer als 24 Tim. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht, ich habe zuletzt ein Video zu 24 Tim gemacht, den alten Rabauken. Und da habe ich schon so ziemlich alles an Dummheit aufgezeigt, was aufzuzeigen war. Komische Boxinhalte, ganz weirde Lieder und die auf Krampf erhaltene Chartsplatzierung. Ich weiß, wen er meint. Ich weiß, wen er meint. Ich habe das auf TikTok mitbekommen. Ich weiß, wen er meint. Und wer noch schlimmer ist als 24 Tim. Wahrscheinlich was so Clickbait und Community verarschen, damit die Musik hören angeht. Ich weiß, wen er meint. War meines Erachtens nach ziemlich unverdient für die Musik, die er rausgebracht hat. Gut, ich muss an der Stelle auch sagen, von den Charts kann man ohnehin nichts mehr halten. Aber was mich dort halt am meisten aufgeregt hat, das war das Marketing von Tim. Er hat die Leute verarscht, damit sie seinen Song weiter streamen. Und da dachte ich mir schon, ja, sag mal, als ob es noch irgendjemand auf dieser Welt gibt, der noch schlimmer ist als Tim. Und dann bekam ich Nachrichten von euch, welche mir zeigten, dass es... Wie heißt der? Wie heißt der? Zuckerpuppe. Zuckerpuppe heißt er. Doch noch schlimmer geht. Und als ich mich dann tatsächlich auf die Recherche Oder? begeben habe, hatte ich sehr, sehr starke Schmerzen. Denn was ich dort zu Gesicht bekam, das war wirklich äußerst unangenehm. Die Rede ist hierbei von dem Influencer I am Zuckerpuppe. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer zum Teufel ist das? Und niemals kann jemand mit so einem Namen irgendwie Erfolg haben. Das dachte ich mir anfangs auch, aber tatsächlich ist einem Zuckerpuppe ziemlich erfolgreich. Auch eigentlich deutlich erfolgreicher als ich, schätze ich mal. Auf TikTok hat er 2,2 Millionen. Ich muss sagen, ich meine, ich will ja auch immer, ich will ja eigentlich nichts Böses über andere Leute sagen. Und vor allem, wenn ich die Leute nicht persönlich kenne und nur über den Content kenne, versuche ich da jetzt nicht zu komplett abzuranten oder zu lästern oder gegen irgendjemanden krass zu schießen. Mir ist Zuckerpuppe, der ist mir ab und zu auf die For You-Page gespült worden. Und dann habe ich auch eben diese ganzen Clickbait-Sachen mitbekommen von ihm. Und ich finde, zumindest in seinen Videos, wie er privat ist, keine Ahnung, aber in seinen Videos, sein Content, finde ich ihn ein bisschen unangenehm. Millionen Abonnenten und jedes seiner Videos erreicht sechsstellige Aufrufe. Auf Insta hat er mittlerweile 260.000 Follower und auf YouTube über 380.000 Abos. Fairerweise muss man sagen, die hat er durch YouTube Shorts bekommen. Da kann man praktisch auch in die Kamera scheißen und trotzdem bekommst du sehr viel Aufmerksamkeit und Abonnenten dazu. Also, das Hörst du, Benzo? YouTube Shorts. YouTube Shorts. Wir müssen hier YouTube Shorts auch draus machen, damit aus meinen 3000 Followern auch 300.000 Follower werden. Das repräsentiert jetzt eher weniger die Qualität. Man muss dort einfach Content hochladen und wird scheinbar schon erfolgreich. Doch was hat unsere Zuckerpuppe bzw. Fabian gemacht, um noch schlimmer als 24 Tim zu sein? Naja, das Prinzip ist fast das gleiche. Und ich denke, er hat sich auch an 24 Tim, zumindest mit der Promo-Aktion, inspiriert, nur dass er noch dreist. Ja, wir müssen YouTube Shorts raushauen. Das läuft. Geht einfach über Füße. Ich sag dann einfach sowas wie: Hey Leute, ich hatte eine neue Pediküre machen lassen. Wollt ihr mal Füße sehen? 8. Oktober seinen neuen Song Du weißt schon. Und cringe wäre es halt, wenn das Lied nicht direkt auf Anhieb richtig krass abgehen würde. Deshalb hat er sich vermutlich gedacht, ey, weißt du was? Ich promote den Song so krass, dass keiner mehr Bock auf mich hat, außer meine Kinderzuschauer, die checken eh nichts. Und so begann der große Schmerz rund um die Zuckerpuppe. Und folgende Stories erschienen natürlich auch zu Promo-Zwecken. Für die Leute, die es noch nicht wissen, Fabian, der hat noch einen festen Freund, beziehungsweise sogar Ehemann. Und vieles dreht sich auch in seinen Videos um die Beziehung der beiden. Und da dachte er sich natürlich, er müsse mal so tun, als wären die beiden jetzt getrennt. Video lauter, wirklich? Okay. Wie ich heimkomme, guck, wir sind noch wach, also bitte, bitte bleib noch. Du weißt, was ich will, also Baby, stell uns zwei von. Cringe, Brudi. Nicht, weil er getrennt ist, sondern weil das kompletter Bait ist, um seine Musik zu promoten. Wenn man dann nämlich auf TikTok in die Beschreibung schaut, dann sieht man folgenden Text. Ich hoffe wirklich niemals so ein Video machen zu müssen. Hab das vorhin von einer Maus auf meiner For You gehabt und mein Herz ist zerbrochen. Hab irgendwie genau gewusst, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben muss. An alle, die gerade eine Trennung durchmachen, glaubt mir, nach der Trauer kommt die Befreiung. Hab euch lieb. Ja, natürlich hast du wegen der Maus auf der For You-Page genau dieses TikTok jetzt gemacht. Und nicht, um deinen Song zu promoten. Junge, ist das unangenehm. Also, das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass das ein Bait ist. Dann erfindet er zusätzlich noch eine Story, dass er einen Autounfall hatte und deswegen Kratzer am Auto sind. Und, Junge, ist das peinlich. Passt auf, das hier ist die Story gewesen. Und natürlich hat er diese Storys auch wieder gemacht, um seinen Song heimlich zu promoten. Ich hatte vorhin einen Unfall mit meinem Auto, weil man soll einfach Kokosnussöl und Essig zusammenmischen und dann über die Kratzer drüber gehen und dann geht einfach alles weg. Weil ihr es vermisst habt. Walk, walk, walk.
Haben wir mein Auto und der Schaden ist hinten. Beslan, ich habe immer noch mein kleines Auto. Der Schaden ist auch wirklich auf der anderen Seite und ich traue mich gar nicht, euch den zu zeigen. Als ich gefragt habe, was für eine Musik ich höre, natürlich meinen eigenen Song, der diese Woche am Donnerstag rauskommt. War gut, ne? War gut. So, Leute, hier haben wir den Unfallschaden. Ich bin einfach auf einen ganzen Bordstein gefahren und wir reimen das jetzt damit ein und hoffen, dass das weggeht. So, und jetzt wische ich da einfach mit dem... Leute, hier sind noch mehr. Ich gehe da einfach rüber und die sind alle weg. Alle Kratzer sind weg. Aber wenn das trocknet, sind die Kratzer im Auto doch zurück. Wir haben einen Tag später und ich würde sagen, wir gehen jetzt ans Auto und gucken, ob die Kratzer nach einem Tag immer noch weg sind. Nur für euch, Walk, Walk, Walk. Ich bin im Auto und ich würde sagen, wir machen das Licht an, damit man die Kratzer besser sieht. Hä, was? So. Oh Gott, Leute, ich habe vergessen, dass ich meinen eigenen Song so laut gehört habe. Ich hab Feelings ausgepackt, diese Liebe fliegt eine Tonne und mein Herz 300 Gramm, yeah, kommt ja morgen am Donnerstag um 23.59 Uhr online. Deswegen habe ich den vorhin nochmal gehört. Digga, halt's Maul bitte. Wirklich, bitte versuch dich in Zukunft einfach mal zu löschen. Okay, Spaß beiseite. Aber der Kratzer sieht nicht mal echt aus. Der sieht so aus, als hätte er einfach das Auto angemalt. Vor allem so, wie das dort abging, wirkte mir das nicht so, als wäre es wirklich so ein Kratzer, wie er es dort darstellt. Und mir erschleicht sich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er diese Story wirklich nur gemacht hat und diesen Kratzer ja nur erfunden hat, um seinen Song wieder indirekt zu promoten. Weil das halt sonst keiner hören würde. Das wäre echt tragisch. Aber an alle Besorgten rund um das Auto, ihr müsst keine Angst haben. Die Kratzer, die sind nämlich auch jetzt noch weg. Soll ich auch einen Song rausbringen? Okay, hier müsste eigentlich der Kratzer sein, nämlich hier unten. Na. Und Leute, es ist einfach immer noch weg. Hier waren die Kratzer. Man sieht das. Man sieht Kannst auch noch du singen? Das. Ja, ich habe das YouTube-Video, wo ich singe. Ich hab das auf YouTube. Und es ist einfach weg. Komplett alles. Wahnsinn. Ich bin wirklich so stolz auf meinen Fabian. Wirklich, könnte nicht stolzer sein. Doch, was hat er jetzt noch getan, um auch schon im Nur rappen. Oh, ja, ich kann auch rappen. Aber das wissen nur die Leute, die schon länger dabei sind. Ich habe sogar mal on-stream gerappt. Und zwar, ich kann mehrere Lieder auswendig, aber ich kann ein Lied auswendig, das ich eben auch on-stream gerappt habe. Was ich nie wieder machen werde. Also wer es nicht gesehen hat, der wird es auch nie wieder sehen. Ich kann von Farid Bang Bittes Bitte auswendig. Und das habe ich on stream gerappt. Und ich konnte jedes einzelne Wort. Vorfeld seinen Song richtig krass zu pushen. Naja, es gibt da sowas, das nennt sich Gewinnspiel. Und so hat er ein Gewinnspiel ins Leben gerufen mit folgendem Text. Ich habe ein iPhone 15 im Babyblau für euch, weil mein Song, du weißt schon, diesen Donnerstag 23.59 Uhr online geht. Alles, was ihr dafür tun müsst, diesen und meine drei letzten Beiträge liken, meinen neuen Song kostenlos pre-safen, Link in Bio und mir einen Screenshot per DM von der Bestätigung schicken. Extra los, so viele Kommentare wie möglich schreiben. Wünsche euch allen super viel Glück. Ihr habt genau eine Woche bis zum 10.10.23. Tolle Sache wirklich. Und ich finde auch, das ist eine gigantische Liebe gegenüber den Zuschauern, dass er hierbei ein iPhone 15 verschenken möchte. Zur Zeit meiner Aufnahme jetzt gerade eben haben wir es 12 Uhr am 11.10. Und ja, ich habe 11 mit Absicht gesagt, um euch zu triggern. Und da gab es halt leider noch gar keine Auflösung für das Gewinnspiel. Und was ich halt verwirrend finde, ist, dass er halt nicht reingeschrieben hat, wann er das auflöst, weil das wäre mal wichtig zu wissen für die Zuschauer. Da ich persönlich denke, und das beruht jetzt nur auf meiner Meinung und meine Erfahrung schon bei anderen Influencern. Okay, das Video ist von heute, gell? Jetzt ist nämlich der 12.10. Eigentlich müsste er dann ja auch den Text ändern in Gewinnspiel vorbei, Auflösung am. Das machen ja auch viele, dass sie sagen, es geht bis zu dem und dem und dann, also bis zum so und so vielten und danach ist es, wird es eben aufgelöst. Sass. Bis jetzt fand ich die Sachen cringe, aber jetzt wirklich noch nicht so schlimm. Noch nicht so schlimm. Habe ich das Gefühl, dass er das alles nur für Promo gemacht hat und das vielleicht fake ist. Also ich kenne das zumindest von anderen Influencern, die irgendwelche Gewinnspiele versprochen haben, das dann nicht eingehalten haben, aber Hauptsache, sie haben gute Klicks gemacht. Grüße gehen raus an Leon Marcher und ApoRed. Ob aber noch eine Auflösung kommt, das bleibt abzuwarten. Das heißt, ich möchte ihn jetzt hier nicht unterstellen, dass er das gefaked hat, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Sollte er das Ganze jetzt transparent auflösen, dann ziehe ich meine ganzen Aussagen hier zurück. Aber sagen wir es einfach mal so, ich bin nicht ganz 100% überzeugt, dass das alles real ist. Nun hat er aber fast den Song veröffentlicht. Doch zuvor muss natürlich auch noch Promo mit seiner besten Freundin gemacht werden, welche übrigens auch eine riesige Reichweite auf TikTok hat. Ich brauch noch ein bisschen mehr von diesem Jahr, du weißt schon, yeah. Kein Plan, wie ich heimkomm. Guck, wir sind noch wach, also bitte, bitte bleib noch. Du weißt, was ich will. Also ja, das ist es. Selbst, wie nennt man die eigentlich? Selbst Stachel findet den Song scheiße. Doch nun ist es soweit.
Zuckerpuppe hat endlich seinen Song released, weshalb er auch prompt einen Anruf von der 110 bekommen hat. Leute, die Polizei ruft mich gerade an. Wir haben einfach 0 Uhr. Ja, wahrscheinlich ruft die... Ich weiß nicht, ich wurde noch nie von der Polizei angerufen, aber ich glaube nicht, dass die Polizei dich von 110 aus, also von der Notrufzentrale aus, anruft. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die rufen nicht aus der Notfallzentrale aus an, sondern halt von deren Büronummer halt und sagen dann so, grüß Gott, hier spricht die Polizei, bla bla. 110 ist keine Nummer. Ja, der Notruf halt. Aber keine Nummer, die dich anruft. Die rufen aus der Dienststelle an. Ich habe da Erfahrung. Und da ist ja eine andere Nummer, ne? Die Polizei unter der 110 bei dir an. Oh Gott, okay. Hallo? Polizei Berlin, sind Sie dieser Zuckerpuppe? Ja, der bin ich. Wir haben ja gerade was hochgeladen. Das hört sich illegal gut an. Ist das Ihr zweiter Song? Ja, richtig. Der kam gerade online. Ich brauche noch... Ich habe wirklich keinen Bock mehr, Leute. Natürlich... Ja, okay, komm. Komm, das war... Ja, fand ich jetzt nicht schlimm. Klingt sich immer sowas sehr, sehr gut, wenn jemand plötzlich den Anruf von der Polizei erhält, vor allem von der 110, was keinen Sinn ergibt. Aber die Kinder checken halt eh nicht, deswegen fallen die halt auf so einem Bait rein. Aber der Song ist nun endlich... Ja, okay, aber das war ja auch mehr oder weniger ein Witz. Also da muss ich sagen, vielleicht ein bisschen cringe und so, aber fand ich jetzt auch nicht schlimm. Online und das bedeutet, jetzt kann der Song richtig aktiv gepusht werden. Und natürlich kann man einen Song so krass pushen, dass man wirklich jeden Menschen auf der Erde auf den Nerv geht. Und so postete Fabian folgendes Video. In meinem Musikvideo haben zwei Männer miteinander GV, Mann und Frau küssen sich und einmal ist der Teufel zu sehen. Das war's mit schlimmen Stellen in meinem Musikvideo. Außer ihr findet noch welche, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Das war's mit schlimmen Stellen in meinem Video. Also, Mann und Frau küssen sich. Also, es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Wirklich, lösch dich doch. Und by the way, in dem Video gab es auch keinen Geschlechtsverkehr. Das hätte ja YouTube nicht mal erlaubt. Also, das Ganze ist komplett irreführend, was er hier erzählt. Natürlich ist das ganze Video immer noch sehr pikant. Aber bitte vergiss nicht, dass es am Ende meine Kunst ist und mein Song widerspiegeln soll. Und meiner Meinung nach tut es das auch ganz gut. Ihr könnt mir da ja gerne... Wir müssen uns das Musikvideo gleich im Anschluss anschauen. Ich habe das Lied noch nicht gehört und ich habe das Musikvideo noch nicht angeschaut und das müssen wir machen. Wir müssen die pikanten Stellen finden, Chat. Rückmeldung geben. Junge, was für pikant. Das ist ein Musikvideo, welches AI generiert ist und in keiner Sequenz findet man irgendwas Schlimmes. Also, das ist wirklich gar nichts gewesen. Das weiß Fabian natürlich auch. Er sagt es halt nur so dramatisch, damit seine Zuschauer jetzt unbedingt draufklicken, um dann zu bemerken, dass doch alles in Ordnung ist. Hauptsache, der klickt erzählt. Also, der Typ verarscht seine eigenen Fans, um den Erfolg so hoch wie möglich zu pushen für ihn. Respekt dafür, so geht man nämlich mit seinen Zuschauern um. Aber hey, er verlost ja ein iPhone, da ist das natürlich wieder okay. By the way, wurde er dafür nicht mal krass gehatet im Vorfeld. Das kam halt erst nach seiner wirklich sehr gottlosen Promotion und deshalb erfand er auch einfach mal Hate gegen sich, um die Mitleidsschiene zu fahren. Mit sowas macht man keinen Spaß, Leute, es tut mir leid. Und zwar bekomme ich die ganze Zeit Hate-Nachrichten wegen meinem Song, von wegen darüber macht man keine Spaß und du bist so ekelhaft, darüber macht man sich nicht lustig. Und ich weiß nicht, ob ihr euch alle verbündet habt, aber ich sitze hier und werde dumm, weil ich den Song hoch und runter höre und einfach nicht weiß, wofür ich mich entschuldigen soll, weil ich nichts höre. Das Video habe ich gesehen und das ist schon wirklich cringe. Das ist schon, sowas zu erfinden und da so ein Drama sich zu erfinden. Hauptsache, die Leute hören den Song, um dann zu sagen, nee, Schmarrn, ist doch nicht so schlimm, was du dort gesagt hast oder was weiß ich. Deswegen hört euch bitte meinen Song, du weißt schon, auf Spotify oder was auch immer, mir egal. Und sagt mir, was die Leute meinen, weil ich ertrage das nicht nochmal. Der Typ ist wirklich so lächerlich. Also wirklich, hier. Hört den Song und sagt mir, was die Leute meinen. Ich finde die Stelle nicht, aber bitte hört meinen Song. Weil ist alles gelogen und ich weiß nicht, wie viel Wasser er sich in die Augen geschüttet hat. Niemand hat irgendwas an dem Video kritisiert oder schlimm gefunden oder hat irgendeinen Kommentar dazu reingeschrieben. Also da war wirklich gar nichts im Video zu erkennen, was man kritisieren könnte. Das ist ein ganz normales und tatsächlich gar nicht so schlechtes Musikvideo gewesen. Der Typ haut einen einfach nur die Taschen voll, damit er halt einfach auf Fake-Basis noch mehr Klicks generieren kann. Also lieber einfach mal die Zuschauer täuschen, dass sie dann da draufklicken und dann hat er Erfolg damit. Denn auch hier ruft er halt seine Zuschauer wieder dazu auf, sein scheiß Lied zu hören, um sich ja selbst ein Bild machen zu können. In einer Instagram-Story heulte er dann noch darüber rum, dass er eine Hate-Nachricht kassiert hat und das deswegen Cybermobbing darstellt. Bro, glaub mir, ich habe mir das jetzt über eine Woche angeguckt und du gehst damit wirklich jedem übertrieben auf den Zeiger mit den ganzen Lügen und Provokationen.
Millionen für Klicks, nur damit du dich pushen kannst. Glaub mir, irgendwann reicht es den Leuten auch mal, da halt nicht jeder so hängen geblieben ist, um das nicht zu checken, was du dort treibst. Also for real, für dieses Video habe ich mir eine Woche Zeit genommen, um mir diesen ganzen Verlauf mal anzuschauen. Und jeder, der über 14 Jahre alt ist, hat ja mehrere Schlaganfälle bekommen für diese Fake-Promo, die du da veranstaltet hast. Schaut mal, er hat dann übrigens noch diese Story hier veröffentlicht. Das Musikvideo ist fertig, aber ich habe legit Angst, es hochzuladen, weil in dem Video Dinge passieren, die per se nicht schlimm sind, aber sicherlich einige verärgern werden und noch eine Hatewelle verkraften irgendwie. Ich schwöre, das macht mich irgendwann wirklich unfassbar aggressiv, wenn der weiter so macht damit. Denn wie gesagt, in diesem Video ist halt nichts Kritisches, da brauche ich jetzt nicht mal drauf eingehen. Der Typ baitet wirklich um sein Leben, nur um seine Kackmusik dort zu promoten. Und dann pusht er sich auch noch, weil das ja alles auch relativ viel Geld gekostet hat. Und das hört man ja auch schon an der Stimme und am Klang, dass das wirklich eine sehr krasse Produktion ist. Und genau deswegen soll man doch jetzt bitte einen Klick auf sein Lied geben, damit er das Geld praktisch wieder reinholen kann. Sorry Leute, dass ich so fertig aussehe. Ich glaube, dass der nicht günstig war. Das hört man auf jeden Fall. Oder zumindest hoffe ich das. Müsst ihr mir sagen, ob der sich billig anhört. Ja, aber den Betrag ganz genau sagen kann ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das Geld noch lange nicht drin habe. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich supportet. Und falls ihr ihn noch nicht angehört habt, dann macht das auf jeden Fall mal schnell. Ja, danke schön. Ich habe starke Schmerzen, vor allem in meiner Hirnregion. Aber gut, Songs müssen sich halt per se rechnen. Deswegen ist dann so ein räudiges Bewerben seines Liedes durchaus angebracht. Das geht dann sogar so weit, dass er auch Videos mit dem Titel Zeig uns mal dein Loch hochlädt, um dann wieder Klicks für seine Musik abzustauben. Zeig uns mal dein Loch, woher hast du dein Loch, werde ich wirklich unter jedem Video gefragt. Das Schlimmste war, dass ich wegen diesem Loch einfach mal in der Schule gemobbt wurde, obwohl ich einfach nichts für das Loch kann, also wirklich gar nichts. Und ich werde auch persönlich darauf angesprochen, zum Beispiel, wenn ihr mich auf der Straße trefft oder das letzte Mal wurde ich darauf angesprochen, als ich einer Freundin meinen neuen Song gezeigt habe, der morgen rauskommt. Morgen 23:59 und übrigens folge ich auch immer noch ein paar Leuten zurück, die den Sound benutzen. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, was... Was passiert in diesem Video? Erstens, Entschuldigung fürs Schreien, welches Loch soll er zeigen? Und wie viel Mayonnaise benutzt er? Wie kann man ein... Also ich weiß, Mayo ist geil und so, aber wie kann man ein ganzes Glas Mayo sich aufs Brot schmieren? Und es wird immer mehr. Was für ein Loch ist und das sieht ja ein bisschen eklig aus. Er meinte damit übrigens irgendeine Kerbe in seinem Gesicht. Also nichts Krasses, kein Arschloch, wie man das jetzt hätte vermuten können, sondern irgendeine Kerbe, das ist nicht mal ein Loch. Aber auch das Video ist obvious dafür gemacht worden, um halt wieder seinen Song zu pushen. Und natürlich war Fabian dann auch super froh, als er dann gemerkt hat, dass diese Methoden durch... Sorry, die Mayo mit Tomaten... und hated Mario esse. Das funktionieren und er auch Klicks auf Spotify bekommt. Denn er zeigte uns dann gefühlt stündlich, wie seine Klicks laufen. Und dann hat er wieder versucht zu pushen, ob man jetzt von 30 auf 40.000 erhöhen könnte oder dann von 40 auf 50.000 erhöhen könnte. Genau so muss man das einfach machen, um erfolgreich zu werden. Also ganz großes Kino. Fabian, du bist wirklich ein absoluter Macher. Und jeder ist wirklich stolz auf dich für deine unfassbar nervigen Provokationen, die wirklich jedem auf den Sack geht. Sein Freund bzw. ja, Mann, glaube ich, hat ebenso richtig viel von Fabian promoted. Darauf möchte ich aber nicht eingehen. Wirklich, das tue ich euch nicht an, das tue ich auch mir nicht an, weil das ist nur noch schlimm. Aber ihr seht, es ist absolut nervig, wie weit die Menschen mittlerweile gehen, um auf Krampf Erfolg mit ihrer Musik zu haben. Ich meine, das Lied ist jetzt nicht kompletter Müll geworden, aber es ist jetzt auch nicht übel gut geworden. Und dennoch muss man mit jeder Zelle seines Körpers irgendwie versuchen, diesen Song richtig hoch zu pushen, dass es am Ende in den Charts landet oder so. Das ist halt noch schlimmer als Promophasen für Alben für richtige Musiker. Und das für nur einen Song in diesem Fall. Das ist halt sehr, sehr scheiße. Nicht mal 24 Tim ging mir so krass auf die Eier und der hat schließlich ein ganzes Musikalbum promotet, wie es jetzt Zuckerpuppe bei einem Lied getan hat. Und das soll schon was heißen. Also hierbei reden wir schon von Alarmstufe Rot. Also eine Bitte an alle Influencer, die Musik machen möchten. Seid bitte so anstrengend und setzt voraus, dass ihr instant mit eurer Musik so krass erfolgreich sein müsst, denn das verzerrt die Wahrnehmung wirklich komplett. Jetzt mal ohne Spaß, die Leute, die diesen Song ach so toll finden, sagen das im Endeffekt nur, um dieses blöde iPhone 15 dort zu gewinnen. Und das verzerrt halt die Realität, ob jetzt der Song wirklich gut oder ob der Song wirklich schlecht ist. Also fahrt euch einfach mal runter, nervt nicht eure Zuschauer und verarscht eure Zuschauer nicht, das geht einem nämlich richtig auf den Keks. Falls ihr, by the way, wirklich so krass wart und bis jetzt geschaut habt, dann seid ihr komplette Ehrenmenschen und ihr habt ein Glücksbär hier verdient. Es tut mir natürlich auch an der Stelle ziemlich leid, dass ihr diese Schmerzen mit ertragen musstet. Aber wenn ihr weiterhin solche Videos haben möchtet und auch sowas feiert, dann lasst super gerne ein Like und einen Kommentar da. Das würde nämlich das Video richtig krass pushen. Plus, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Schenkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Okay, Zuckerpuppe ist ein bisschen unangenehm in Promoten seiner Videos. Seine Songs. Hier, du weißt schon. Okay, gucken wir uns an.
Also, Real Talk, das Video ist, das Video ist ganz cool. Also, das Video ist ganz cool. Die Musik ist, ich verstehe nicht, warum alle immer mit, also, ja, irgendwo verstehe ich es schon, warum man so dieses bisschen so Pop-Mainstream versuchen will, weil das wahrscheinlich so das größte Publikum hat. Aber das ist so nichtssagend. Das sind so Lieder, die laufen vielleicht höchstens mal, wobei ich das Lied da nicht mal mit reinziehen würde, aber es sind so Lieder, die laufen vielleicht mal im Radio. Aber das sind doch keine Lieder, die man sich so wirklich gibt. Pop-Mainstream ist gut für TikTok, ja. Ist einfach nur nicht so meins. Also ab und zu ein paar Lieder schon okay, aber das, ja, weiß ich nicht. Ja, das Lied wiederholt sich jetzt auch immer nur noch. Ja, finde ich gar nicht so gut. Ja, warte, ich will noch ganz kurz reingucken in sein erstes Lied. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Okay, das gefällt mir nicht. Das ist nicht mein Musikgeschmack, das mag ich nicht. Ha, okay, cool. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir, ey, ich könnte auch...